Herzlich willkommen bei Autonotizen. Heute darf ich mir mit und für euch den neuen Renault Arkana ansehen. Aber mir bleibt zuvor noch der Hinweis gestattet. Wenn noch nicht geschehen, abonniert doch sehr gerne diesen Kanal und besucht auch die Website autonotizen.de mit vielen News, Alltagstests und Fahrberichten zu Autos. Jetzt aber erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit mir und dem Renault Arkana. Die Front zeigt typisches Renault-Design mit dem großen Rhombus als Markenemblem und dieser Lichtspange fürs Tagfahrlicht unter den LED-Scheinwerfern. Das kennen wir vom Clio und vom Captur. Das vierte SUV-Modell im Renault-Programm ist aber eigentlich ein Samsung, denn Teil der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz ist auch in Südkorea. Samsung als Automarke hat nichts zu tun, außer dem Namen mit den Fernseher- und Handyhersteller. Die wurden damals eben von Renault gekauft. So steckt auch Konzernware hier drin, eine Konzernplattform, die heißt CMF-B. Das ist die Plattform, die kleine und kleinere Kompaktautos trägt, den Renault Clio zum Beispiel, den Renault Captur, aber auch den Nissan Juke, der Nissan Qashqai oder wohl dann auch der Nachfolger des Renault Megane. Die haben die CMF-C-Plattform. Trotzdem ist der Arkana ein echt ausgewachsenes Auto. Er misst 4,57 Meter und positioniert sich damit in der Länge genau zwischen dem Kadjar und dem größeren Koleos ein. Der Koleos ist übrigens eigentlich auch ein Samsung, das mal so nebenbei. Er ist aber aufgrund der anderen Plattformen nicht das reine SUV-Fließheck-Coupé des Kadjar, sondern will schon ein eigenständiges Auto sein. Der parkt hier im knalligen Orange-Metallic, wie ihr seht, als RS-Line. Es gibt drei verschiedene Ausstattungslinien und die RS-Line ist eben so die dynamisch auftretende mit dunklen 18 Zoll Leichtmetallfelgen, schwarzen Spiegeln, speziellen Front- und Heckschürzen. Und dann sehen wir hier, was auch mit dem Orange ganz gut kontrastiert, eine kleine schwarze Spoilerlippe auf der Heckklappe. Ja, das Heck fällt flach nach hinten ab, sieht, wie ich finde, echt ziemlich schick aus. Breite Rückleuchten und viel klare Flächen. Ist ja immer schon ein Zeichen für gutes Autodesign, wenn möglichst wenig Knicke, Falzen und Elemente drin sind, sondern einfach die Flächen sprechen können sozusagen. Und das finde ich, ist hier ganz gut gelöst. Über dem Kennzeichen ist der Taster für die Gepäckraumklappe. Ja, ein bisschen schmutzempfindlich ist der Bereich, aber der ist ziemlich weit oben über dem großen Stoßfänger. Deswegen kommt hier nicht allzu viel Schmutz an. Auch die Rückfahrkamera steckt hier ohne eine Klappe davor oder so. Das müsste man dann mal im Alltag ausprobieren, wie sich das so verhält. Aber jetzt öffnen wir ihm doch mal das Hintertürchen und blicken in den Gepäckraum. Der misst 513 Liter hier im Arkana. Wir haben eine ziemlich hohe Ladekante, klar, ein SUV mit hohem Stoßfänger, also ist bei mir schon fast schritthoch. Und dahinter geht es dann eben auf den doppelten Ladeboden drauf. Den kann man rausnehmen und hochklappen. Dann sehen wir hier unten drunter ein weiteres Fach und ja, diese beiden Fächer zusammen ergeben dann eben die 513 Liter Gesamtvolumen. Und nochmal weiter unten hier Kellerabteil mit Styroporeinlagen, da liegt hier Warndreieck und eine Weste drin. Da kann man auch nochmal Sachen reinlegen, die man nicht immer braucht. Wir haben leider keinerlei Haken, um eine Tasche aufzuhängen. Es gibt keine Federvorspannung für die Rücksitzlehnen und keine Verzurrösen. Jetzt gehe ich einfach mal durch die Vortür rein und wir legen auch hier einen Teil der geteilt umlegbaren Rücksitzlehne um. Dann wächst das Gepäckabteil, wenn ich alles umlege, auf knapp unter 1300 Liter. Es gibt hier keine große Kante zwischen dem doppelten Ladeboden und der Lehnenfläche, aber dann steigt das hier schon an. Aber man kann dann eben auch sperrige oder lange große Güter einladen. Das machen wir jetzt aber wie immer nicht, sondern klettern auf die Rücksitzbank. Für die meisten von euch ist es eine alte Leier. Ich bin 1,92 Meter groß und in so einem
SUV mit abfallendem Dach kommt es natürlich vor allem auch auf die Kopffreiheit an. Und die passt trotz meiner großen Größe hier ganz gut. Ist natürlich spitz auf Kante genäht. Da passt jetzt nichts mehr zwischen mein Haupt und das Dach. Aber ich kann hier mit aufrechtem Kopf sitzen. Die Kopfstütze stützt dann auch hoch genug. Aber höher müsste sie eh nicht sein, weil dann nichts mehr da dazwischen passt. Der Dachhimmel hier ist schwarz, Teil der RS-Line-Ausstattung. An allen vier Außenplätzen gibt es Haltegriffe und hinten haben wir dann noch kleine Haken, um eine Jacke aufzuhängen. Also mit meiner Größe passt es von der Kopffreiheit her, aber leider nicht von der Kniefreiheit. Ich sagte das ja eingangs, wir haben hier die CMFB-Plattform, die kleinere, und das merkt man hier hinten, denn die Autos sind alle nicht die geräumigsten, die der Konzern da anbietet. Der Arkana ist jetzt außen so groß, aber hier hinten dann echt kleinwagenhaft. Ich habe den Fahrersitz hier immer auf meine Größe eingestellt. Ich weiß, kein Normmaß, aber das mache ich in jedem Auto so, um es euch eben auch vergleichen zu können. Und dann kriege ich meine Knie hier de facto einfach nicht hinter den Sitz. Ich würde sagen, wenn vorne jemand sitzt mit 1,80 und hinten auch bis 1,80, dann passt das aber. Dafür gibt es viel Raum für die Füße, die passen sehr gut unter den Sitz, auch wenn er jetzt maximal weit unten ist, in der untersten Position. Also das passt dann ganz gut. Zwei Lüftungsausströmer gibt es für die Vorpassagiere und zwei USB-Anschlüsse, um Geräte mit Strom zu versorgen. Und da gibt es vielleicht in einigen Märkten oder Versionen auch noch einen 12-Volt-Anschluss, der ist hier nicht drin. Taschen an den Rückseiten der Vordersitzlehnen, die übrigens so eine Kunststoffverschalung haben, finde ich ganz gut, wenn man Kinder transportiert und die dann mit ihren Füßen dagegen schlagen, die vielleicht schmutzig sind, die Schuhe, dann kann man das da ganz gut abwischen. Eben jene Kinder sitzen, wenn sie kleiner sind, auf Kindersitzen, im Idealfall mit Isofix, und das ist gut erreichbar hinter Kappen, leider keine Klappen, aber immerhin Kappen. Da macht man dann nichts kaputt, denn die Innenausstattung, die ist hier im RS-Line-Modell ganz schick. Wir haben Gurte mit roten Seiten hier als Kontrast, und rot und schwarz ist auch die Farbwelt des Interieurs. Und zwar gibt es hier im RS-Modell eine Leder-Alcantara-Ausstattung serienmäßig. Das sieht ganz schick aus und fühlt sich auch gut verarbeitet an. Ja, das war es ja so aus dem Fond. Weiter geht's ins Cockpit. Im Arkana RS-Line sind Fahrer- und Beifahrersitz serienmäßig elektrisch einstellbar, und da sitzt man echt ziemlich bequem hier als Fahrer. Die Innenhöhe, also der Abstand zwischen dem Sitz in der untersten Position und dem Innenboden des Autos, ist hoch genug. Der Fußraum, der Beinraum ist schön groß. Ich finde, hier oben im Schulterbereich bietet ein bisschen wenig Seitenhalt der Sitz für Menschen in meiner Größe. Die Kopfstütze ist aber hoch genug und das Lenkrad ist auch ausreichend in der Weite und in der Höhe einstellbar. Da findet man dann eine durchaus bequeme Sitzposition. Das Cockpit ist anders als das im Kadjar, der ja noch einen fest installierten Monitor hat. Hier haben wir auch ein freischwebendes Display und eine ganz attraktive Materialauswahl, wie ich finde. Hier ist so eine Kohlefaser-Optik-Einlage beim RS-Modell mit einem roten Zierstreifen drüber. Das sieht ganz schick aus. Auch im Lenkrad haben wir neben dem RS-Line-Logo dann hier so einen roten Rahmen um das Markenemblem. Und hinterm Lenkrad blickt man auf die digitalen Instrumente. Da sehen wir jetzt hier links als Rundinstrument den Tacho und rechts den Drehzahlmesser, in der Mitte die Fahrassistenten eingestellt. Und dann kann ich hier über eine Lenkradtaste mir verschiedene Anzeigen hier hervorrufen. Zum Beispiel dann hier eine große Anzeige in der Mitte mit der Navigationskarte. Und dann kann ich hier wieder zurückkommen und die klein einstellen. Das gelingt also alles über das Multifunktionslenkrad und auch mit der Einstellung der Fahrmodi. Die kann man dann hier im Display oder im Hauptmenü einstellen. Schauen wir uns doch jetzt mal dieses 9,3 Zoll große Display fürs Infotainment an. Da steht Hochkant im Auto. Kann man dann hier auf die Navigation zugreifen. Mit dem Home-Button geht es dann zurück. Und dann hier habe ich die Apps oder die Funktionen, die eben da sind. Dann gibt es hier zum Beispiel eine Fahrinfo über die Sparsamkeit, Effizienz meines Fahrens und so weiter. Und ich habe unter dem Display eine Tastenleiste, wo ich dann eben direkt diverse Funktionen ansteuern kann. So auch Multisense, eben diese Fahrmodi. Da gibt es dann hier einen Sportmodus, der dann auch das Layout der Instrumente hinter dem Lenkrad ändert. Da sehen wir jetzt hier groß den Drehzahlmesser in der Mitte. Die Geschwindigkeit wird dann zentral eingeblendet. Und im Eco-Modus gibt es dann wiederum auch eine eigene Grafik.
Und da wird halt das Auto vom Ansprechverhalten des Antriebs eben ein bisschen sparsamer gemacht. Das kann man hier machen und dann auch noch diverse Parameter hier konfigurieren, wie die Innenraumbeleuchtung, das Ansprechverhalten der Lenkung und so weiter und so fort. Apple CarPlay und Android Auto, es können integriert werden, wenn das Smartphone über USB angeschlossen ist. Auf dieser Tastenleiste, die ich eben erwähnte, können wir auch den Parklenkassistent direkt ansteuern und dann auch die Sitzheizung an- und ausschalten. Und die Klimaautomatik, wenn wir gerade beim Klimakomfort sind, die hat auch eigene Bedienfelder hier unten mit schönen rastenden Drehreglern. Das finde ich ganz gut. Das kennt man ja auch aus vielen Modellen, dem Renault Captur zum Beispiel, dem Clio, aber auch dem Dacia Duster. Also das ist hier alles einstellbar und dann haben wir hier noch einzelne Knöpfe für die Defroster-Funktion der Windschutzscheibe, die Heckscheibenheizung und so weiter und so fort. Das Smartphone kann induktiv laden hier vorne in einer Ablageschale, aber man braucht eben für Apple CarPlay und Android Auto den USB-Anschluss. Und hier sehen wir den Wählhebel für die einzige Getriebeoption im Benziner. Es wird den Arkana als TCE 140 geben, also ein 1,33 Liter großer Benziner mit 140 PS, 103 kW, der steckt hier drin. Der kommt mit Doppelkupplungsgetriebe. Leicht zeitversetzt kommt noch der gleiche Motor mit einer 158 PS starken Ausbaustufe. Und dann gibt es den Arkana auch als Hybrid. Der hat dann eine ganz spezielle Konfiguration. Ein Elektromotor, ein Startergenerator und einen Saugbenziner mit einem Multimode-Getriebe. Das ist ein Zweiganggetriebe für den Elektromodus und vier Gänge für den Benziner. Den können wir im Arkana noch nicht fahren. Dazu gibt es aber bald ein Video zum Renault Clio mit der gleichen Technik. Also hier jetzt der reine Benziner, eben mit dem EDC genannten Doppelkupplungsgetriebe. Dahinter haben wir dann die Taste für die elektrische Parkbremse und dann hier so eine Ablageschale, wo diese typische Renault-Karte, Schlüsselkarte dann hier reingelegt werden kann. Ja, das war's so aus dem Innenraum. Der Start-Stopp-Knopf ist auch hier im Armaturenbrett und den drücke ich jetzt und wir starten zur ersten Probefahrt. Der einzige Motor zum Marktstart ist der erwähnte, bisschen über 1,3 Liter große Vierzylinder Benziner mit 140 PS und der bringt ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmetern. Damit ist der Arkana auch angemessen motorisiert, wie ich finde, ist kein Racer, sondern man hat ja immer auch die Zielgruppe für so ein Auto im Kopf, vielleicht die Best-Ager oder Familien und für die ist er ein absolut ausreichend motorisiertes, Kompakt-SUV. Wir fahren jetzt hier gleich aus einem tempolimitierten Bereich raus und dann können wir mal in guter alter Autonotizen Video-Manier diese Alltagslängsdynamik-Check von 50 auf 100 km/h machen. Tempo 50 und der rechte Fuß wird schwer. Das Getriebe hat kurz die Gedenksekunde zum Zurückschalten. 80, 90 und dann sind wir auf 100. Der Motor, klar, man hört ihn, wenn er ausdreht, dass da ein Verbrenner arbeitet, aber ich finde ihn nicht über Gebühr laut. Es vibriert hier drinnen nichts. Das ist echt ganz gut gedämmt, das Geräusch. Auch die Windgeräusche sind gut gedämmt und ich finde das Fahrwerk auch schon angenehm. Es ist eher von der strafferen Natur, aber zumindest hier auf einigermaßen gut ausgebauten Straßen kommen keine Schläge durch. Ich fahre jetzt hier mal bewusst über so Asphaltflicken. Dann merkt man schon, dass da eben das Auto straff rüberrollt, aber es kommen keine Schläge durch hier auf den Fahrersitz. Also ist echt eine ganz gute Abstimmung der ganzen Veranstaltung hier. Der Verbrauch soll sich laut Norm so bei 5,3, 5,4 Liter einpendeln. Was das Auto jetzt wirklich verbraucht, kann ich euch nicht sagen. Ich bin jetzt einen Tag hier mit dem Auto unterwegs. Wir haben viele Fahrten für Fotos und zum Videodrehen. Dann geht er schon so ein bisschen über 9 Liter. Ich vermute mal, so im Alltag müsste man so mit 7,5 Litern auskommen. Aber das kann man dann erstmal in einem längeren Test klären. Der Hybrid braucht laut Prospekt so einen Liter weniger. Ob das dann aber allein aus monetären Gründen den Aufpreis wert ist von 2.500 Euro, das muss jeder für sich selber beantworten. Und wie sich der Hybrid so anfühlt, können wir hier bei der Fahrvorstellung des Arkana auch nicht erfahren, denn es gibt ihn noch nicht zum Erfahren. Das werde ich aber bald nachholen,
mit einem Video über den Renault Clio E-Tech Hybrid. Jetzt fahren wir mal spontan auf die Bundesautobahn. Und dann gucken wir mal, wie sich das, vor allem das Windgeräuschniveau da so verhält. Ist ja auf der Landstraße oftmals leiser, auf der Autobahn dann ein bisschen lauter. Lenkung arbeitet ausreichend direkt, ist auch nicht irgendwie diffus um die Mittellage. So, dann geben wir mal ein bisschen Gummi. Getriebe schaltet entspannt hoch und ich finde auch jetzt hier bei Tempo 150, 160, jetzt nehmen die Windgeräusche ein bisschen zu, aber ich finde es echt noch ein angenehmes, einen angenehmen Geräuschkomfort. Wir können dann über das Multifunktionslenkrad die Fahrassistenten aktivieren. Wir haben eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenten, Spurhalteassistent und dann kann ich hier den adaptiven Regler einstellen und dann meine Geschwindigkeit jetzt hier auf 153 km/h zum Beispiel einstellen und dann auch mit den Plus-Minus-Tasten hier in 1 km/h Schritten das Ganze verändern. Und wenn ich jetzt auf dem Verkehrsteilnehmer aufschließen würde, der langsamer fährt, dann bremst das System eben ab und gibt danach auch wieder Gas. Also alles gelernt. Die Verkehrszeichenerkennung ist auch gut sichtbar in der Mitte des Kombi-Instruments und dem Spurhalteassistenten kann ich auf Knopfdruck links vom Lenkrad aktivieren und deaktivieren. Also Fahrassistenten, wie man sie heutzutage so als guter Ton auch dabei hat, die sind hier auch mit drin. Das war die erste Probefahrt mit dem neuen Renault Arkana. Den gibt es ab 27.850 Euro in der Basisausstattung 10 mit dem 140 PS starken Motor und das Doppelkupplungsgetriebe ist immer serienmäßig. Interessant ist, dass der Renault Kadjar, das ja wesentlich braver aussehende Kompakt-SUV der Marke, mit dem gleichen Motor und Doppelkupplungsgetriebe in der gleichen Ausstattungslinie 2.100 Euro teurer ist. Das macht den Arkana echt eigentlich markenintern zum Schnäppchen. Aber wenn man sich mal den Markt so ansieht, ist er auch echt ein faires Angebot. Der RS-Line hier als höchste Ausstattungslinie mit 18 Zoll Felgen, dem 9,3 Zoll Display, Navi, Leder Alcantara Sitzen und so weiter und so fort, kostet, wie er hier steht, 32.600 Euro. Dann kommt noch die Metalliklackierung obendrauf. Aber es ist echt ein günstiges Auto. In einer Zeit, wo die Autos immer teurer werden, ist es mal ganz schön, einfach auch zu sagen, ja, ist günstig und sieht echt schick aus, wie ich finde. Also ist jetzt, ja, klar, SUV-Coupé, Fragezeichen, SUV oder nur Fließhecklimousine, ist auf jeden Fall ein Statement. Könnte ich mir vorstellen, dass er viele Menschen auch vom klassischen, kompakten, also markenintern, dem Renault Megane oder anderen Kompakten gewinnt, die sich hier mal ein bisschen anderes Auto in die Garage stellen, das aber einen großen Kofferraum hat und wenn man nicht so groß ist wie ich, dann schon auch vom Platzangebot einigermaßen brauchbar ist. Da hinten wird es dann aber ein bisschen dünn, denn die Anhängelast, die ist nur 900 Kilo gebremst. Wer also mit dem Arkana Anhänger ziehen will, muss sich leider nach einem anderen Auto umsehen. Der Hybrid kommt, wie gesagt, ein bisschen später, kostet dann 2.500 Euro mehr. Ob sich das dann lohnt mit der Spritersparnis, ja, muss man später einfach mal testen und natürlich auch gucken, was der so im Alltag braucht. Das konnten wir jetzt hier am Tag der Testfahrveranstaltung leider nicht rausfinden, denn da ist dann die Zeit zu knapp. Lasst mich doch wissen, was ihr vom Renault Arkana haltet, von der Karosserieform, vom Auto, ob ihr, wie ich vielleicht auch, den Citroën C4 durchaus als Konkurrenten seht, der ja vom Format und Grundgedanken auch ähnlich gestrickt ist. Zu dem gibt es natürlich auch ein Video. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich bedanke mich im Voraus für das Lesen des Artikels bei autonotizen.de, verlinke ich wie immer unten. Danke an den Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal. Ciao.